Hallo, ich bin die Freunde Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS19 mit dem Buster und dem Otter. Wir fahren heute Mais zur BGA, klein gehäckselt und ich würde sagen, los geht's. Ich starte mal. Howdy Partners. Genau, Howdy Partners. Das Ganze, also ich fahre mit 10. Ja. So, das Ganze läuft so, der Häcksler wird vom Helfer gefahren und wir drei fahren ab in unseren neuen Treckern. Der Buster hat sich einen Fendt 1050 geholt, glaube ich, ne? Ja. Genau. Fahr mal ein bisschen nach rechts. Ich fahr gar nicht, dann macht der Helfer. Eine Reihe aus. Ja, macht der Helfer, fahr einfach platt. Ich. Wenn du es nicht platt fährst, war ich's platt. Na. Ah. So, also, der Buster hat sich einen 1050er Fendt geholt mit einem Anaboga-Anhänger. Wie viel Platz hast du drin? Hast du mal geguckt? 55 oder 56 Tonnen. Genau. So, ich gehe mal ganz kurz hier weg. So, da hat sich der Otter geholt. Kannst du das selber vorstellen? Keine Ahnung, wie viele Tonnen ich habe. Also, warte, ich habe mir geholt den Challenger MT-800E Series mit dem großen Motor mit 600 PS und als ich Anhänger. Der Helfer sieht das, wenn man hier mitwendet. Ja, ja, du siehst ja, wie sich das Rohr bewegt. Und als Anhänger den Wilson Trailer Pace Setter 6, 60.000. Genau, und ich habe mir den Fendt 943 MT geholt. Allerdings nur den kleinen mit knappen 400 noch was PS. Hm. Nicht den großen Fendt mit Ketten, einfach weil ich Ketten lustig fand. Und ich habe mir den größten Krone-Anhänger geholt. Und der kann sogar fliegen, guck mal, Flügelchen. Ui. Ja. Hoffen wir, dass der die Flügelchen auch schön aufmacht. Ja, ich hab's aufgemacht. So. Ja, Männer, wo haben wir denn dieses ganze Geld dafür her? Ja, wo haben wir das Geld her? Das muss der Otter erklären. Wir kamen irgendwann auf die Idee, dass wir kurz Mods ausprobieren. Ach. Und so sind wir zu Solarzellen gekommen. Und dann habe ich den Server außerdem bei 120-facher Geschwindigkeit stehen lassen. Aber nur für eine Nacht. Aber nur für eine Nacht? Du bist also jemand für eine Nacht. Ja. War der Otter schon immer. Die fahren ja alle rückwärts. Lass den Helfer fahren, der fährt keine Ernte kaputt. Was macht der? Der wendet. Ja, aber der lässt die Hälfte stehen, wer da hinten das Ding ist. Nein, er fährt gleich rückwärts ran. Pass einfach auf. So weit kommt er nicht. Doch. Lass ihn einfach fahren. Realistisch. Nein, der erntet alles ab. Okay. Klar, ich sehe es. Ach Gottchen, das eine Stüppelchen, mach mal gleich bei Hand. Meine Güte, jetzt heult der hier wieder rum, der Otter. Nee, aber dann haben wir das haben wir dann durchlaufen lassen und ich habe noch ein bisschen mehr gemacht. Ich gehe mal auf die Map so lange. Ich habe noch gekauft Feld 15, Feld 28, 29. 28, 29 sind jetzt Wiese. Das ist das da vorne, da wo ich hingucke. Ich weiß, was ich kaufen wollte. Was denn? Kannst du es auch sagen? Na? Mir fällt das Wort dazu nicht ein. Einen Prostituierte. Stricher. Nein, hier ein... Einen nicht korrupten Politiker. Auch das wird schwierig, ob ich da einen finde. Ein Rasenmähertraktor. Gespannt. Ach so, ein Hex... Nee, wir haben ein manuell Rasenmäher für einen Trecker. Ja, ein Rasenmäher gespannt. Nein. Mit Trecker. Hab ich doch schon gekauft. Ich hab den JCB, da kommt ein Frontmähwerk und ein Heckmähwerk ist dran. Hättest du voll den Lambo? Ja, nein, als Rasenmäher, der auch gleich einsammelt, hatten wir sonst immer einen Lambo. Der auch direkt einsammelt? Ja, einfach einen Ladewagen hinten dran. Aber nicht. Ich will das da haben. Das habe ich schon gekauft. Was denn? Was willst du haben? Ich hab das doch schon gekauft, alles zum Gras. Ja, dann steig aus, ich möchte auch einsteigen. Da ist doch der JCB. Ich dachte, du hast den Grasshopper gekauft, Mann. Den Grasshopper gibt's doch gar nicht mehr. Gibt's den noch? Nein, niemals Mod? Nein! Warum nicht? Weil es den nicht mehr gibt. Ich bin gleich voll. Oder meinen Anhänger. Ja, denn, 53. 54. Dann der für eine langweilige Hupe. Den musst du auch nach vorne fahren, Basta. 55. Ja, dann weich mal aus. Ja, ich fahre mal übers Gebiss. Zum Ernten fürs Gras oder zum Mähen fürs Gras haben wir den JCB, da kommt ein Frontmähwerk ran. Bucky. Ein Heckmähwerk, ja. Ja, weil der Basta den angestupst hat. Ja, sorry. Der hat mich so überrascht. Deswegen sage ich ja neben dem Helfer fahren. Nee, der möchte nicht. Dann stupst ihn nochmal. Ich geh mal rein.
Nee. Hä? Hat der Bast jetzt kaputt gemacht, oder was? So, das bin ich. Helfer an? Nichts. Hier wäre das ursprüngliche Feld zu Ende. Ah. Meinst du deswegen? Ja, Moment, ja, dann geh mal raus. Steht die mal an? Moment. Aber reif ist das schon, ne? Warte mal, ist da eine andere Fruchtart dazwischen? Nee, eigentlich nicht. Was ist denn nur los? Fahr ein bisschen zurück. Fahr mal einfach mal eine Bahn. Mach mal Helfer an. Passiert nichts. Ich fahr mal du ein Stück oder so. Ja, pass auf, ich fahre, aber das Rohr richtet sich nicht zu dir aus. Darf dein Anhänger überhaupt Häcksel gut transportieren, lieber Otter? Du hast gesagt, ich soll mir einen Anhänger kaufen. Ja, solltest vielleicht darauf achten, dass er auch Häcksel transportieren kann. Und deinen anderen. Ah, Jungs. Okay. Hatten wir uns nicht extra Anhänger in Mod geholt, die Häcksel gut können? Das sind Überladewagen. Ah, dann lade. Dein Anhänger kann kein Häcksel gut transportieren. So. Das Gerät hier gehört uns jetzt schon, ne? Die BGA gehört uns schon, ja. So, gehe ich mal ausnahmsweise raus aus der First Person und schau mal, was. Warte mal, wer trommelt hier? Ich würde jetzt sagen, deine Mutter, aber. Da trommelt irgendwer. Abkoppeln? Nein. Füllstand Häcksel 0. Steuerung I. Ach, gucke mal, plötzlich kann der Häcksler fahren. Ah! Jetzt muss ich erstmal Gas geben, das dauert ein bisschen. Ah! Also, liebe Zuschauer, es tut mir leid, falls ihr das im Hintergrund hört, aber hier trommelt irgendwer. Keine Ahnung. Also, ich höre es nicht. Okay. Aber warte mal. Witzig, ne, der Helfer, der gerade macht. Nee, auch nicht genug Ausschlag. Ach komm, fahr mal kaputt, ist gut. Nee. Ist gut. Wir brauchen wir einen Anhänger. Der Otter hat sein Ding verkauft. Der Krone, ne? Der kann. Der große Krone, ja. Oder ein anderer, den du unterm LKW ziehen kannst. Musst du mal gucken, das Symbol. Für Häcksel gut. Ja, der kann aber, ich nehme auch den großen Krone. Aber ich nehme einen anderen Reifenhersteller so. Ich habe Michelin, glaube ich. Ja, den wollte ich auch, nämlich auch Michelin. Warum? Sie sind hübscher. Aber die Breiten dann bitte, ja? Nee, ich glaube, Michelin hat automatisch eine bestimmte Reifengröße und die andere hat auch eine automatische Reifengröße. Ja, ich habe auch übrigens auf meiner Zugmaschine hier die breiten Ketten drauf. Ja, ich habe ja auch. Also die, in Anführungsstrichen, Pflegebereifung, 3 Meter, nein. Das heißt übrigens auch, Otterchen, dass dein Trecker nicht mehr durch die Felder fahren darf, wenn wir düngen wollen, ne? Weil Pflegereifen fehlen und so. Haben wir Düngen nicht ausgeschaltet? Nein, Düngen ist das Einzige, was wir angelassen haben. Wir haben Unkraut aus, wir haben Pflügen aus und ich glaube, Kalken haben wir auch aus. Aber wir dürfen trotzdem nach Mais grubbern. Pflügen brauchen wir nicht. Ja. Nach Mais. So, und was macht er jetzt nicht weiter? Ich glaube, weil er das Feld nicht mag. Weil der Helfer blöd ist. Nee, weil ich hab zu früh gewendet. Dieser Hans Otto. Ich hab zu früh gewendet. Otterchen. Hä? Lass das. Blockier ich dich? Ja, so ein bisschen. Ich würde nämlich gerne weitermachen. Wir brauchen hier so ein zweites Ding, das ist ja pups langsam. Das ist der größte, den wir haben. Einmal mit Profis. Bucky, das bringt. Lol. Da bringt's. Du hast ja gerade 2 Bahnen verschenkt. Hab ich nicht.
Ja, aber Drecki, wenn du den schon gekauft hast, dann können wir den auch kurz ausrüsten, oder? Oder hast du das andere auch schon gekauft, was wir dafür brauchen? Was anderes? Was denn für anderes? Für den JCB. Was denn das andere? Ja, das Mehrwerk. Der hat ein Frontmehrwerk und ein Heckmehrwerk. Mhm. Ja, aber der kann es doch gar nicht einsammeln, das ist doch voll lame. Es liegen noch 20.000 Ballen auf dem Feld. Es gibt kein Gerät, was das einsammeln kann. Hey, Gras, kannst du klar einsammeln. Womit? Mit einem Ladewagen. Oh, Leute. Aber dann kannst du auch nur das Frontmähwerk benutzen. Oh, das Heckmähwerk. Kann ich das kurz erklären? Slot gehen. Kann ich das kurz erklären? Ich will kein Gras einsammeln. Warum nicht? Weil ich Heu brauche für die Tiere. Das kannst du doch kaufen. Oh. Nein, wenn wir es selbst machen können. Lass doch mal den Scheiß jetzt. Ganz im Ernst. Das fuckt mich gerade richtig ab. Was denn? Weil ich das Mähwerk ausprobiere, fuckt dich das ab? Nee, weil du wieder rumbeckelst. Weil du deinen Scheiß haben willst. Verkaufst deinen Scheiß. Mann, was ist daran so schwer zu verstehen, wenn ich sage, dass das Ding so sein soll? Dann lass mich doch wenigstens fragen, warum? Weil ich das so spielen will. Reicht das als dann Antwort? Mach das doch. Das habe ich dir schon die ganze Zeit gesagt, weil ich das so möchte. Mann, ist das so schwer zu verstehen? Ja. Dann ist das dein Problem, wenn du das nicht kapierst. Meine Güte. Wenn ich sage, ich habe mir den JCB für mich gekauft, um auf der Wiese für mich immer die Heuballen abzuhalten für die Tiere. Was ist daran so schwer zu verstehen? Wenn du auf einem anderen Feld arbeiten willst und mit anderen Geräten, dann kauf sie dir. Darum ging es doch überhaupt nicht. Es ging einfach darum, dass ich nicht verstanden habe. Ich hab's doch reingeschrieben im Chat. Ich hab doch gesagt, dass ich das Gerät für mich gekauft habe, um für mich die Ballen zu ehren. Was ist jetzt daran so schwer zu verstehen, was du da nicht dran verstehst? Daran musst du gar nichts verstehen. Das hast du nicht. Warte. Warte, ich lese. Ich habe mir den JCB gekauft, damit ich auf den Feldern ernten kann. Ah, ich habe mir meinen kleinen Schlepper verkauft und ich einen mittleren JCB ersetzt. Jetzt, okay, gut. Ja, lesen. Der Zusammenhang kam nicht an. Wenn du auf einer Feld was anderes machen willst, kauf dir die Geräte dafür. Ja, ist okay. Kommt doch genug Kohle rein. Ich habe übrigens gleich ins erste Dings ins erste. Ja, wir brauchen noch irgendwie fehlt. War nicht der Big Mod schon drauf? Der Big Butt? Big Butt? Big Butt Mod. Die großen weißen Schlepper. Für Silo. Die großen weißen Schlepper. Es gab doch eine Big Butt Mod. Also die, was war eine Mod war, Wo findet man die? Farming Simulator. Seite. Nein. Die Fahrzeuge. Das ist ja gerade die Frage. Ich dachte, die war schon drauf, die Big Butt Mod. Müsste ja wieder bei Traktoren sein. Warum erntet ihr jetzt nicht ab? Bist du voll? Nein, 49.000 von 50. Sag mal, was sind denn das für Geräusche in dem Haus hier? Weiß ich nicht. Macht jemand Party? Weiß ich, vorhin hat jemand getrommelt und jetzt hört es so aus, hört sich an, als würde jemand Beton anmischen. Fahr du mal drunter. Okay. Warte, ich fahr einfach mal so nah wie möglich drunter. Das juckt denen nicht die Bohne. Das geht doch gar nicht. Das hat nicht viel Probleme mit Scheißteil. Lass mich mal fahren und fahr du mal drunter. Er spuckt ja auch nicht rein, oder? Nö. Hilf was hier an. Warte, ich glaube nochmal zoom wieder auf, vielleicht hilft das. Dein Anhänger war voll, ne? Ja, nicht ganz, aber. So, jetzt geben wir den Helfer rein. Läuft. Ich glaube, er mag das Feld nicht. Mein Tempomat stimmt nicht. Dann stell ihn doch ein. Ja, ist doch. Mensch, alle Mann kennt ihr zu.
Mädels. Man kann den Anhänger zum Lowrider wieder machen. Wupp. Falls man drauf steht, dass der Anhänger auf dem Boden schleift. Wenn es ein Ladewagen wäre? Hä? Wenn es ein Ladewagen wäre? Ich fahr den Bass da rum. Hi. Pass auf den Hund auf, der hier irgendwo rumstromert. Der ist auch ist wieder da. Der ist ja endlich wieder da. Der ist ja letztens verschwunden in den letzten Aufnahmen. Echt? Da war der nicht da. Die ganze Aufnahme über nicht. Okay. Der war die ganze Aufnahme über nicht da. Ah! Ich habe jetzt vorhin einen lustigen Leck gehabt. Okay. Ich bin unter dem Mähdrescher gefahren zum Abfahren. Ne, mit dem Trecker. Bin stehen geblieben. Der Helfer war ja an dem Mähdrescher. Und er begann das Abladen. Als das Abladen begann, hat mein Trecker von alleine Gas gegeben und ist weitergefahren. Okay. Und blieb auch nicht. Hattest du wieder einen Ping von über 100? Nö. Oder so? Nee, ich glaube nicht. Der Helfer ist blockiert. Ja, ich bin beim Wenden seitlich drauf gefahren. Was, haben wir denn was sollst du mitfahren? Was haben wir denn nur für ein neues Gerät? Ja, ich wollte schauen, wie voll du schon bist. 20.000. Aber er zeigt das irgendwie nicht an, wenn man durchglitscht. Es gibt zeigt er das an, wenn du davor stehst? Nee. Es gibt doch eine Spy-Mod. Nein, man kann nicht reingucken. Die hatten wir doch früher. Ja, ja, die hatten wir mal. Ja, wer gerade was macht, die meinst du? Ja, ja, und wo dann siehst du auch die Füllstände von allen, von Helfern oder von anderen Spielern. Naja, so viele Helfer brauchen wir nur auch nicht. Ja, ich hab nur mal einen zum Grubbern. Wichtig wäre. Ich hab nur mal einen zum Grubbern oder zum Sehen habe ich immer den Helfer. Das ja, mache ich nicht selbst. Wenn man alleine ist, ne, kann man den Helfer schon sehen lassen, weil die das genau machen. Ja, und ich sag mal... Aber grubbern mit dem großen Teil, was wir uns jetzt auch neu gekauft haben, liebe Zuschauer. Genau. Das macht mich die letzte Aufnahme geliehen hatten. Deswegen haben wir auch die großen Trecker eigentlich nur besorgt. Den 12 Meter Grubber. Der ist geil. Den haben wir jetzt im Besitz. Für Feld 15 braucht er nur dreimal rüberfahren, dann ist der fertig. Der reilt es nicht, wenn du neben den fährst. Jetzt hat es gerafft. Abladen? Hallo? Krone? Abladen? Steuerung I. Wieso In der BGA? Ach so, Steuerung I in der BGA, okay. Das ist zumindest bei meinem so. Wir brauchen noch ein Fahrzeug, was das Zeug in der BGA verteilt. Also irgendein... Ein Radlader mit großer Schaufel, oder was? Nee, einen PS-starken Trecker mit Siloschaufel. Es gab es letztes Jahr nicht, im letzten nicht so eine Walze? Warum oder? Warum nicht beides? Warum nicht vorne die Siloschaufel, um es zu verteilen? Warum so ein Radlader? Ja, ja, vorne die Siloschaufel zum Verteilen. Also ist ja mehr ein Schild statt einer Schaufel. Mehr so wie ein Schneeflug. Und du kannst auch einfach mit einem gefüllten Anhänger drüber fahren, das klappt auch. Ja, aber hinten dran eine Walze. Ja, oder vorne oder hinten dran gefüllte Anhänger, das hilft auch. Ja, aber den Anhänger hast du ja gerade zum Entladen. Ja, du weißt, Anhänger in der BGA, die mögen das nicht so. Das ist so oft schon. Und dann kriegt doch der Otter eventuell eine Frontladegabel verschoben. Dann kriegt doch der Otter seinen ollen Radlader, sein Riesenteil, dann kann er die BGA leer machen, wenn die Silage fertig ist. Wir können das auch mit so einem Mini-Stapler machen. Das könnte was länger dauern. Ich bin ja erstmal gespannt, wie viel Zeug überhaupt in die BGA reingeht, also ins Silo. Ihr kommt da vorbei. Ja, ne? Also nicht. Ja, ich bin halt hinten an dem Ding hängen geblieben. Also nicht wie viel du rein. Du bist ein scheiß euch ein Objekt blockiert, hör auf zu heulen! Also nicht wie viel rein der Helfer, geht, sondern. Er heult hier immer, wenn hier irgendwas steht am Feldrand, ne? Ja, ich bin gerade in den. Na toll. Es fährt hier den Bahn lang. So. Wie an der Schranke. Jetzt kannst du wieder anmachen. Ja, jetzt hat das Rohr wieder. Ja, das bin ich. Ja, nee, aber das Fahrzeug hat das Rohr in meine Richtung ausgewendet. Das hat's vorher nicht. Oh, du pinkelst ja aber ganz schön weit, du. Ja. Bin gleich voll, ne? Okay. Dann einfach wegfahren. Warten wir, bis der Drucki... Nee, ich sitze ja gerade drin. Ach so. Du kannst schon wieder anmachen. Warten wir, bis Drucki wieder da ist. Bin gleich da. Bin voll.
So, jetzt wo muss ich hin? BGA. Kreidemühle, Bahnstation, BGA da oben. Ja. Fährst du über den Feldweg zwischen 9 und 17 und ja, dann runter Richtung Wasser. Ich fahre erstmal gegen den Baum, warum? Weil er da ist. Mhm. Übrigens 21 Minuten auf meiner Uhr. Auch auf meiner Uhr. Damit sehen wir uns. Oh, Draki, nicht geblinkt! Warum? Bin auf dem Feld gefahren, jetzt keine Straße, wo ich blinken muss. Ja, du bist aber über die Gegenspur gefahren. Ach, Quatsch. Keiner gesehen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss.